Liebe Leute, habe die Ehre, willkommen zurück bei Demon's Souls PS5 Remake Platin Walkthrough. Nächster Halt, Tal der Schändung. Allerdings möchte ich jetzt da wieder eine andere Waffe. Weil ich blocken möchte. Okay, der ist weggeflogen. Das gefällt mir. So, und wenn wir eh genug Gewürze haben, gehen wir kein Risiko ein. Es sind drei Schläge. Okay, ich bin tot. Warum auch immer. Andi, du bist super. Spitze. Hast wieder super angestellt. Ist mir das nicht im ersten NG passiert an derselben Stelle? Ich glaube ja. Geht doch. Wahnsinn. Ja, ich will aber hier nicht als Holler rumlaufen. Meint, die Welttendenz ist jetzt ein Ticken schwärzer geworden, aber das ist wurscht. Das gleich mal hoffentlich beim nächsten Boss wieder aus. Okay, da brauchen nur zwei Schläge. Also, hier ist Magie, Halbunfällchen wieder besser. Ja. Was? Ja. Da haben wir nur so Blätter gehabt, hä? Da ist Halbmondfeilchen wieder besser. Jetzt habe ich wieder Morgenstern. Na, ja, jetzt recht. Ja, da reichen wieder zwei Schläge, okay? Also es ist oft, so wie es aussieht, ein bisschen gegnerabhängig. Haben wir denn da überhaupt? Ja, gut, schrottig, ne? Also, Halb und Fällchen. Falchion, Felge. Wie nennt man das? Was freust du dich denn? Der jubelt da. Seid so nur noch blöd. Oh, hinter mir ist einer. Da habe ich jetzt aber wirklich extremes Glück gehabt, dass der die ganze Zeit daneben gehauen hat, ne? Was ist denn? Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, Leute, aber es gibt in Demon's Souls keine Plunging Attack von oben. Keinen Fallangriff. Ist nicht drin. Geht nicht. Sichelmundgras, warum nehme ich das mit? Am Anfang ist man um alles froh, ne? Und naja, naja, passt schon. Haben wir denn? Da haben wir. Haben wir schon mal die Ratzen? Nein, haben wir noch nicht.
Hilfe Gift auch noch. Trotz guten Giftschutz, ne? Naja, Markstein. Ja, dann halt nicht. So, haben wir jetzt bei den Ratten? Glaub schon. Ja, genau, da ist Madame Händlerin. Ja, sei froh, dass er da überhaupt was abkauft hat. Was beschwerst du denn, du Suppenhändler, du? Ich hab schwarz Terpentin gekauft. Möchtest du denn? Ja, dann kauf ich jetzt Weiz. Kaufen wir zwei, dass du nicht ganz so beleidigt bist. Und? Siegelmundgras. Ah, Keilsteinscher haben wir wieder nicht gekriegt. Na, ist wurscht. Ah, Welttendenz ist nicht rein weiß. Muss aber eh nicht sein. Aber Schonung war drin. Also ich hab einen Haufen Schaden hier geblockt damit. Also das Schonung ist wirklich nicht selten der Lebensretter. Kann man schon so sagen. Hä? Was war denn das? Ich hab Schild hoch gehabt. Es hackt wohl. Das ist so. Ich feiere das so stark, Leute. Es ist ähnlich wie bei Dark Souls, ne? Die finstere Träne. Das hat auch schon mal einer in den Kommentaren richtig gesagt. Das ist wie Dark Souls finstere Träne. Ich brauche nicht einmal Nahkampfwaffen. Den machen wir jetzt genau wieder. Hier Blutsauger, genauso feuerempfindlich, gell? Das ist alles so gut. Leute, das ist Engie Plus wohlgemerkt, gell? Ich habe jetzt einmal nicht getroffen. Ich habe einmal nicht getroffen, deswegen war kein One-Hit. Das ist. Ich habe Chris nicht einmal drin gehabt. Chris Klinge, ne? Das ist so lächerlich, dass es schon wieder geil ist. Und es ist geil, weil es lächerlich ist. So, leveln. 9 Minuten. Läuft, Leute. Reparieren, leveln. So, was kann man wohl bunkern? Den Schrott. Dann nehmen wir das mal mit. Nehmen wir auch mit, nehmen wir auch mit, nehmen wir nicht mit, nehmen wir nicht mit. Für was denn Terpentin? Wir haben Zauber. Eigentlich ist es scheißegal.
Eigentlich ist alles wurscht. So, wir nähern uns meinem Maximal. Level 40, ne? Weiter gehen wir nicht. Also jetzt nicht Level 40, ne? Sondern... Ihr wisst, was ich meine. Magie 40, ein Level noch. So, nächster Abschnitt. Das ist so mega. Nehmen wir mal einen anderen Ring rein. Der Ring der magischen Schärfe war noch drin, deswegen war der Schaden noch mehr krasser. Aber jetzt möchte ich zuerst den durchnässten Ring. Hohe Beweglichkeit im Wasser. Diebesring ist aber drin, der passt. Den möchte ich auf jeden Fall noch haben. Jetzt dauert es halt länger, bis wir vergiftet werden, ne, mit der schwarzen Lederkluft. Mehr geht's mir eigentlich überhaupt nicht. Ja, die haben schon wieder eine gut. Zunehmende Mondgras, das ist wunderbar. Ob das jetzt nötig ist, sei jetzt einmal dahingestellt, ne? Schwarze Lederkluft, weil bis ganz nach vorne reicht der Giftschutz sowieso nicht. Was war denn das überhaupt? Heldenseele, gell? Berühmter Held, ja. Naja, also seht ihr eh. Ganz reicht's nicht. Das dauert halt länger. Was warst du? Ja, selbe. Ah ja. Boah, Dunkelmondgras ist nicht das schlechteste. Da brauche ich Kürisne. Das passt schon. So, diesmal schaue ich, ob ich mich daran vorbeimogeln kann. Mal müsste es gehen. Mit dem Ring des Diebes, anders geht's nicht. Ja, ja fast. Hauptsache die Dicken. Hauptsache die Dicken kommen nicht. So, wir laufen jetzt hinten lang. Das ist ein klein wenig ungefährlicher. Wollen Sie aufstehen, Mädel? Das zunehmende Mondgas möchte ich ausrüsten. Das heißt ungefährlicher, das war jetzt eigentlich der falsche Ausdruck. Man ist halt
etwas häufigere hinter den Gegnern. Funktioniert nicht immer. Wie zum Beispiel hier. Hä? Na, jetzt ist er da oben. Jetzt ist aber Pech gewesen jetzt, weil der ist sehr, sehr häufig. Alter. Der ist nämlich auch sehr häufig genau da oben vor Haus aus. Stehst du denn so saublöd? Oh! Da ist ja noch einer. Sehr nett. Kommst du mir entgegen. Das ist sehr, sehr freundlich, möchte ich betonen. So, ich gehe jetzt Risiko ein und öffne nicht den Shortcut. Weil wir eh schon da sind. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich pack den Schmutzkoloss auf Anhieb. Sollte machbar sein. Es ist so bitter. Oh, Wahnsinn. So, wir haben jetzt keine Pfeile. Brauchen wir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht anfangen, mit den Billigpfeilen und den Kurzbogen auf Astraea zu schießen. Weil sie wird sich definitiv schneller heilen, als wir Schaden verursachen können. Deswegen heißt es jetzt Gal Vinland killen. Das wird nicht gerade einfach. Wir können es anders machen. Wir können an Gal Vinland vorbei. In der Hoffnung, dass wir eine mitgeben können. Ist aber nicht so einfach. Halt die Klappe. So, er ist nicht besonders für Magie anfällig, glaube ich. You rot in the deepest depths of the swamp. Why must you pests insist on a true haven? You abandoned us long ago. What right do you have? We live humble lives. Leave us be. Okay, wir haben ihn. Also da weglaufen ist ein bisschen komisch. Vielleicht waren wir zu nahe ran. Das dunkle Set. Male only.
So, einfach nur mit ihr reden. Dann killt sie sich selbst, nachdem Galvinland down ist. Wir sind ja jetzt verpestet, also wir müssen aufpassen. Ring des aufrichtigen Gebets haben wir schon. Perfekt, Leute, wir sind fertig. So, normalerweise müssten wir jetzt die Zaubertrophäe bekommen, weil wir können ja sonst eh nichts mehr einkaufen, ne? So, dann schicken wir das Zeug wieder ins Lager, was wir nicht mehr brauchen. Dunkles Silberschild, ja, das ist... das ist ja super. Das ist richtig super. 100% magischen Schaden blockt das. Das benutzen wir. Leute, ich möchte das jetzt dann benutzen. Das ist nämlich das, was nicht geschlechterspezifisch ist. Was geschlechterspezifisch ist, ist das hier. Silberset, dunkles Silberset, einer der besten Rüstungen im Spiel, wenn nicht sogar die beste. In Sachen Leistung aus Gewicht und Schutz, das ist einfach nur super. Aber wir können sie nicht tragen. Aber was wir tragen können, ist das hier. Das dunkle Silberschild. Das ist richtig gut. Die Block. Apparieren kann man mit dem Abast. So, Zauber lernen. Leute, wir müssen jetzt normalerweise die Zaubertrophäe bekommen. Linderung, letzte. Jo, ich dachte schon, weißen Trophäe. Da ist sie. Ich dachte jetzt schon, jetzt kommt nichts. Gut, weil man kann ja keine Zauber in Demon's Souls irgendwo in den Welten einsammeln wie in Dark Souls. Das geht ja nicht, ne? Läuft. Zwei Level. Jawohl, 40. Da sind wir jetzt fertig. Da sind wir fertig. 40 reicht. Mehr braucht es nicht. Jetzt geben wir noch ein bisschen Kondition. Das schadet auch nicht. 10 und 8. Ja, kommen wir ansatzweise auf 120 hin. Passt schon. Haben wir noch was zu ploppen? Ja. Aber ich glaube, das reicht nicht für ein Level, ne? Ja, doch. Gib mir in Kondition. Das schadet nicht. Ja, wunderbar, Leute. Was soll ich sagen? Wir sind fertig mit allen Keilsteinen. Es ging jetzt relativ zügig. Das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist mal wieder der Königsturm. Der falsche König Alland. Und dann würde ich sagen, passt es. Und dann nehmen wir das zweite Ende und dann haben wir im Enki plus 2. Ja gut, Phalanx müssen wir, ne, damit wir die Keilsteine wieder geöffnet bekommen. Dann brauchen wir Stein von Katakomben komplett. Wir brauchen Turm von Latria komplett. Und wir brauchen Tal der Schändung komplett, die drei. Wenn ich jetzt nochmal zu... okay, Sand und Bell müssen wir auch befreien, okay. Das hätte ich mir jetzt zum Beispiel in dem Run sparen können, aber geschenkt, ne? Ah ja, Zuckende. Genau, das können wir noch. Stimmt. Ja, Drachen. Drachengott. Maiden Astrayer. Und Alter Mönch. Die brauchen wir nochmal. Passt. Also braucht man im Vergleich zum Original PS3 Demon's Souls das Spiel nicht mehr 3,5, sondern nur 2,5 Mal durchspielen. Ja, das war auch nicht verkehrt. Gut zu wissen, gell?
Alles klar, Leute. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part, wenn wir den falschen König Anland nochmal eins um die Rübe hauen. Beziehungsweise, ich möchte es davor versuchen, die beiden Online-Trophäen zu bekommen. Zum einen möchte ich den alten Mönch spielen. Das wäre natürlich obergenial, wenn ich da den Boss spielen könnte. Das wäre geil. Und zum anderen möchte ich dann Koop spielen. Also ich denke, mit dem Level und NG Plus 104 müsste es eigentlich hier beim Königsturm sehr gut funktionieren. Leider bleibt es nicht aus. Ich würde es gerne offline weitermachen, alleine, aber gibt leider zwei Online-Trophäen. Das machen wir dann als allererstes im nächsten Part. Ich hoffe, es geht schnell, weil ich habe da echt keinen Bock drauf. Okay, Leute, bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß mit Demon's Souls. Danke, dass ihr da wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre, ciao, servus.